Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Valheim. Ich habe ein bisschen Offline-Arbeit geleistet. Ich habe den Stein von drüben rübergeholt. Ich habe hier in der Base so den Stein leer gefahren, was ich hier noch gefunden habe. Ein bisschen aufgeräumt. Und das ist der Stand. Ich habe noch ein bisschen Eisen geholt. Das war echt aufwendig. Ich glaube, wir sind so bei 36 rausgekommen. Also nicht ganz so viel. Aber es läuft durch. Und zuletzt waren wir ja dran an unserem Dock. Können wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Zumindest die eine Richtung fertig machen. Und dann würden wir mal die Felder, glaube ich, angehen. So, wir benötigen Sachen. Ein kurzes Harz weg. Ich glaube, wir legen uns erstmal schlafen. So, ich habe da drüben ein bisschen gekocht. Ich habe wieder ein bisschen Fleisch angesammelt. Einen Salat gemacht. Brot, ja, da hat man ein bisschen was. Das sollte erstmal ausreichen. So, das Eisen füllt durch. Das werden wir gleich verarbeiten. Guten Morgen. So, Eisen, Eisen, Eisen. Das ist durchgeschmolzen. Dann machen wir mal den Käfig fertig. Schon Schaden gekriegt, das Eisen. Aber das geht nicht komplett kaputt. So würde ich es jetzt erstmal belassen wollen. Und dann haben wir natürlich ein wenig Harz und ein bisschen Weichgewebe. Jetzt bin ich gespannt. Wir müssen doch noch hier zu bauen. Dass das hier nicht durchhuscht. Aber es sieht sehr gut aus. Ohne Schaden. Cool. Sehr schön. Danke für den Tipp an dieser Stelle. Das funktioniert. So, wir haben noch ein bisschen Eisen übrig. Dann nehmen wir uns das Stein. Steinmetz. Und den stellen wir jetzt mal hier hin. So, wir haben hier die Mauer. Da müssen wir ein bisschen erhöhen. Mal, wie das jetzt dann aussieht. Das ist nämlich dann auch später die Grundlage für unsere richtige Mauer. Der Grundstein unserer richtigen Mauer. Sehr schön. Damit haben wir die eine Seite fertig. Nehmen wir den mit und nach oben bringen ihn nach oben. Denn hier würde ich jetzt ganz gern die anderen Felder hinmachen. So. So.
Und dann ebnen wir uns das erstmal ein. So weit wie es möglich ist. Ich würde doch ein bisschen tiefer gehen wollen. Müssen wir ein wenig einebnen. Mit roher Gewalt. So, das Ding ist, hier müssen wir die Felder noch ein bisschen weiter hinten nehmen, oder? Weil wir einmal wie heißt das? Die Pflanzen selber haben und dann natürlich noch die Samen dazu. So, wollen wir mal checken. Steinmauer. Die Höhe wäre eigentlich ganz gut. Noch Mühe rüber. So. Eins, zwei, drei, eins, falsch, zwei, drei. Hey, wie habe ich das denn da drüben gemacht? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück in der Länge. Über noch ein bisschen weiter gehen. Wie weit gehen wir denn bei denen? Irgendwas klappt da auf meiner Mauer rum. Excuse me. Jetzt lauf nicht weg. Brauchen wir dann natürlich dreimal.
Wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4. Achso, immer noch das gleiche Problem. Du trägst so viel. So. Muss es hier dran snappen? Wieso? Nee, das jetzt gerade nicht. Ja, hätte alles so einfach sein können. Gestern zuletzt gebaut. So vielleicht? Ich glaube, so wird ein Schuh draus. So. Finally. Das ist auch die richtige Höhe. Müssen wir hier ein bisschen erhöhen.
Essen nachwerfen. Dann können wir es angleichen. Hört mich? Würde ich sagen, machen wir erstmal die ersten Beete fertig, oder? So. Eins. Zwei. Mal das gute Ding hier rüberholen. Dann müssen wir das wieder auf eine Höhe bringen. Aber mit Stein natürlich. Und dann können wir eine Ebene höher gehen für die Samenbeete. Ich sagen. Ob das jetzt funktioniert, das hier rüber machen. Und schon sind wir nicht mehr erholt.
10 sollte ausreichen. Sieht doch schick aus. So, Beet Nummer 2. Wir gehen auch nicht schlafen. Was, hast du einen Kriegsschrei auf den Lippen? Ja. Genau so. So, müssen wir erstmal hier. Ein bisschen hoch. So, bauen. 1, 2, 3. Ganz knappe Nummer. 3, 4. Das wird sehr, sehr knapp. Leider kurz weichen. Ich können wir hier oben noch mal hinstellen. So, sehr schön. Dann müssen wir den Boden wieder erhöhen. Mit Stein natürlich wieder. Wie Stein da auch drauf geht, ne? Gut, aber wenn wir da oben die Samenfelder genau in diese Richtung haben, müssen wir die Mauer hier nochmal umplatzieren.
Reicht das im Soul? Nee. Reicht nicht. Du musst auch weichen. Hier die Ecke will ich nicht zu weit machen. Ich war da plötzlich wieder der Seite da hängen. Aber sehr schön. Damit haben wir soweit die Beta erstellt. Und jetzt fehlen natürlich nur noch die Samen. Die müssen wir dann da oben machen. Die müssen wir auf eine höhere Ebene bringen. Und dann müssen wir die Mauer da rumziehen. Wieder eine Menge geschafft. Steinmauer, der Stein. Straße ziehen. Vielleicht noch ein bisschen später anhübschen. Rasen verzieren oder so, mal gucken. Gut, dann haben wir es erstmal. Ich würde sagen, bis zu sehen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann, ciao, ciao.